Servus Leute, hier ist wieder der Mirko von den Globapeters und herzlich willkommen zum neuen Part Battlefield Heroes bzw. Rising Hub. Ich werde es hier weiter auf dem Kanal Battlefield Heroes benennen und es ist für mich auch jetzt der nächste Part Battlefield Heroes in der Let's Play Reihe. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt noch Battlefield Heroes bringen. Ich hoffe in nächster Zeit mal wieder ein bisschen öfter. Ich habe das Spiel jetzt seit über einem Jahr schon wieder nicht gespielt. Aber habe mir dann heute, nachdem ich ein paar Runden gezockt habe, gedacht, okay, machst du mal ein Video dazu. Zu Rising Hub generell. Also läuft es gut, beziehungsweise ja generell meine Gedanken zu diesem ganzen Projekt. Was können sie vielleicht besser machen und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, wie die Admins von diesem Projekt oder diese Owner, die das Programm halt, dieses Projekt leiten, wie die auf so Feedback eingehen oder ob sie überhaupt unserer Sprache mächtig sind, aber ich dachte mir, ich mache auf jeden Fall mal ein Video, meine Meinung dazu und würde sagen, fangen wir gleich mal an. Natürlich fangen wir erstmal an mit dem, was ich denke, was bislang gut läuft. Positiv aufgefallen ist mir, dass es viele deutsche Server gibt, deshalb ist es für uns eine gute Möglichkeit, einen Server zu finden. Also eigentlich ist immer irgendwo ein deutscher Server, wo Spieler drauf sind, aber der nicht voll ist. Es gibt auch einige volle deutsche Server. Also oft ist es, dass wenn die ersten drei Server komplett voll sind, dass da immer mindestens zwei aus Deutschland sind. Dementsprechend für uns eigentlich ganz angenehm, dass so viele Spieler auf deutschen Servern spielen. Da freut sich der Ping. Dann ist mir auch aufgefallen, dass es Low-Level-Server gibt. Die sind eigentlich ganz gut für Wiedereinsteiger. Beziehungsweise Neueinsteiger für Leute, die vielleicht Battlefield Heroes noch nie gespielt haben und über einen Kumpel da jetzt drauf gekommen sind. Weil normalerweise kommt man ja sonst nicht auf die Idee, Rising Hub zu spielen, schätze ich jetzt mal. Und was mir auch gut im Kopf geblieben ist, ist, dass man viele Whaler Points verdient. Also deutlich mehr als in BFH selber. Und die braucht man, um sich alles Mögliche im Shop zu kaufen. Dementsprechend, das ist mir auf jeden Fall auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Dann habe ich mir auch noch gedacht, es gibt auch einige Aspekte, die Rising Hub bislang besser macht als BFH. Und ich meine, fangen wir mal mit etwas kleinerem an, sage ich mal. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass die vorherige Serverauswahl da stattfindet. Also, dass man auf die Website von denen gehen muss, ist vielleicht ein bisschen umständlich. Aber eigentlich finde ich es ganz gut, weil man kann vorher sehen, welches Level die Spieler auf dem Server haben und sich daran dann einen Server aussuchen. Und es wird auch in der Serveranzeige die aktuelle Map auf dem Server angezeigt, direkt in der Übersicht. Wobei man ja bei BFH auch die Maps auswählen konnte, auf denen man spielen wollte, aber so kann man sich den Server aussuchen, wenn dann noch die richtige Map und so. Also ich finde es eigentlich ganz gut gemacht. Und ich denke, der größte Aspekt von allem ist, dass es kein Pay-to-Win mehr ist, sondern Play-to-Win. Dadurch kann jeder Spieler sich die Waffen, Kleider, Gadgets etc. kaufen, die er möchte, ohne dass er echtes Geld ausgeben muss für diese Items. Das war ja bei Battlefield Heroes richtig lästig. Ich meine, ich und ich haben da mehr als genug Kohle reingepayt im Nachhinein betrachtet. Also wirklich ein gutes Stück Geld, aber es war unser einziges großes Hobby, sage ich mal, wo wir Geld für ausgeben mussten. Und das war es mir damals wert und im Nachhinein betrachtet fand ich das auch. Da habe ich mein Geld schon schlimmer verbrannt, denn da werde ich mal wahrscheinlich noch mit dem Ick zusammen in dem Video über Renegade Line zu sprechen kommen. Aber im Endeffekt finde ich es gut, dass man eigentlich nur genug spielen muss, um sich alle möglichen Sachen zu verdienen. Das macht es deutlich angenehmer und hält das Projekt wahrscheinlich auch länger am Laufen, wie wenn jetzt Rising Hub sagen würde, okay, ihr müsst euch jetzt von echt Geld holen, weil dann, denke ich, wird das Projekt nach kurzer Zeit aussterben. Natürlich gibt es auch einige Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Zum Beispiel die neuen Maps, die sie eingeführt haben, die passen meiner Meinung nach optisch überhaupt nicht ins Spiel. Also mir gehen die Maps gar nichts. Oft ist auch so, oder ist mir zumindest aufgefallen, dass die Maps nicht gut designt sind, sodass sich auch die Möglichkeit vom Spawn-Killen noch deutlicher bemerkbar macht als in Battlefield Heroes sowieso schon. Da gab es eine Map, ich kann mich an keinen Namen erinnern oder wie auch immer, ich weiß nur noch, dass Ick und ich gespawnt sind und instant tot waren. Von hinten wurde man da weggeholt, obwohl man frisch gespawnt ist. Und es ist in BFH sowieso ein Problem gewesen mit dem Spawn-Trappen und dem Spawn-Killen. Aber da ist es wirklich ganz extrem gewesen. Und
der mit Abstand größte Negativpunkt, der mir aufgefallen ist, und das ist mir schon häufig aufgefallen, war, dass Admins oder die Admins der Server, sage ich mal, dass die ihre Macht ausnutzen und tatsächlich einfach cheaten oder hacken, wie auch immer man es nennen will. Das ist mir schon oft aufgefallen und sowas sollte auf jeden Fall vom Projekt geahndet werden. Es gibt andere Möglichkeiten, als diese Server-Owner einfach zu sagen, ja okay, denen gehört der Server, die können machen, was sie wollen, weil sowas finde ich nicht in Ordnung. Es ist nicht okay, wenn du da mit dem Sniper einfach zocken willst und deine Runde spielen willst und plötzlich kriegst du zwei Headshots, obwohl du unsichtbar bist. Und wenn du dann im Killscreen siehst, wer dich umgebracht hat, ist der immer noch unsichtbar. Also das ist mir jetzt schon dreimal passiert, dass ich gekillt wurde, während ich unsichtbar war, von jemand, der mich aus der Distanz gar nicht sehen kann, der danach weiterhin unsichtbar war. Und zweimal davon waren es Admins von den Servern. Es gibt noch andere Wege, wie die mir aufgefallen sind mit in ihrem Gecheat und ihrem Gehacke, und ich finde, das geht gar nicht. Und sowas sollte auf jeden Fall geahndet werden. Dann habe ich mir gedacht, was können sie denn noch besser machen? Was kann Rising Hub verbessern? Ich denke, eine Sache, die ihnen helfen wird, wäre, wenn man auf der Website direkt, also risinghub.net ist es, glaube ich. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal die Seite in der Videobeschreibung, für die jetzt Bock haben, mal wieder BFH zu zocken. Ist wirklich ganz interessantes Ding. Was sie meiner Meinung nach noch verbessern können, wäre, wenn man auf der Website direkt die Möglichkeit irgendwie anbieten wird, dass man sich auch über einen Affiliate-Link von denen oder irgendwie irgendwo einen Server mieten könnte, dass jeder die Chance hat, sich einen BFH-Server zu mieten. Und deshalb auch gegen Geld, weil dann könnten sie sich vielleicht ein bisschen finanzieren. Sie haben die Möglichkeit, wie jetzt ich zum Beispiel, ich bin jetzt jemand, der holt sich gerne mal für irgendeinen Spiel einen Server. Ich habe regelmäßig irgendwelche Minecraft-Projekte mit meinen Kumpels am Start. Und dafür miete ich auch immer wieder Server und richte die ein, jetzt aktuell wieder. Und ich bin wahrscheinlich auch einer, der dann nicht davon abgeneigt wäre, sich dann einen BFH-Server zu mieten. Und dementsprechend, ich finde, das wäre eine gute Möglichkeit. Und dann natürlich noch die Chance, in-game direkt sich einen Server auszusuchen und dafür nicht extra in den Browser zu müssen. Wenn sie das noch in ihren Launcher irgendwie integrieren könnten oder so, das wäre wirklich optimal. Also das sind die zwei Sachen, wo mir aufgefallen sind, was sie auf jeden Fall noch verbessern könnten. Dann würde ich am Ende jetzt von diesem Video sagen, mache ich noch so ein kleines Fazit bzw. meine Meinung zu dem ganzen Projekt. Ich finde, als ehemaliger BFH-Spieler, als ehemaliger BFH-YouTuber, BFH war ja der Grund, warum wir mit YouTube angefangen haben, und natürlich hat es uns das Herz gebrochen, als wir BFH geschlossen haben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fände es echt klasse, wenn anstatt Rising Hub jetzt, nichts gegen die, aber wenn anstatt, dass man auf Rising Hub dieses Spiel spielen könnte, wenn EA sich denken wird, okay, da sind immer noch Leute, die spielen wollen. Ich meine, Rising Hub hat irgendwie 85.000 Member geknackt. Da ist ja noch ein gewisser Andrang an Spielern. EA hat die finanziellen Mittel, da nochmal die Werbetrommel zu rütteln. Wenn sie das Spiel einfach mit schönerer Grafik, nicht realistischer, weil dann nimmt es den ganzen Charme weg, aber vielleicht ein bisschen detaillierter. Also mittlerweile kann man das auf jeden Fall, würde ich sagen, machen. Einfach die Accounts zurückgeben, einfach, dass man dieses alte BFH wieder zocken kann, weil das war doch nochmal was ganz anderes, wenn du ins Spiel reingehst, du kannst deinem Freund über das Spiel beitreten, du kannst direkt in-game irgendeine Map oder so, du kannst einfach loszocken, wie du willst. Klar, Pay-to-Win ist scheiße, aber irgendwie würde ich es trotzdem mehr fühlen, wenn das Spiel wieder von BFH wäre, wenn BFH wieder von EA wäre, als dass es jetzt von Rising Hub ist. Dementsprechend, ich finde Rising Hub ganz gut, man kann immerhin Battle for Heroes wieder spielen, aber so ein gewisser Kick fehlt dann trotzdem, der halt nicht mehr, den sie nicht hinbekommen, weil man verbindet halt eine gewisse Nostalgie mit BFH, auch mit der Website. Und was mir persönlich jetzt auch noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, dass irgendwie die Commandos komplett gehasst werden von der Community. Ich habe bislang nur auf zwei Servern gespielt, weil auf allen anderen Servern war ein Commando-Limit oder No-Commandos.
Also ich habe noch keinen Server wirklich bis auf die zwei gesehen, wo mehr als ein Commando spielen durfte. Und ich finde, ich waren ja beide Commando-Main, sage ich mal. Das ist natürlich zum Kotzen, das ist absolut zum Kotzen. Wenn man einfach nur eine Runde schön Mando campen, richtig schön snipen will und dann musst du erstmal eine halbe Stunde damit verbringen, einen Server zu finden, auf dem du überhaupt Commando spielen kannst. Und ich finde, das ist halt extrem nervend. Man hat es auch in dem Video hier gesehen, ich kann es jetzt nochmal einblenden. Da wurde gesagt, I hate Mandos, me too. Ich habe dann versucht, das noch zu verteidigen. Ich kann es verstehen, warum es die Leute nervt, aber ich finde, da gibt es ganz andere Sachen. Ich finde es zum Beispiel als Commando richtig nervig, wenn dann plötzlich ein Gunner hoch Rocket jumpt und dich da aus kürzester Range wegholen kann. Das ist genauso nervig, wie wenn du von einer Distanz gesniped wirst. Aber keine Ahnung, ich habe noch keinen Server gesehen, wo ein Gunner-Limit oder ein Soldier-Limit war. Aber die Mando-Limits, die gibt es auf gefühlt jedem Server. Und das geht natürlich mir ordentlich auf den Sack und das wird dem Ick wahrscheinlich genauso auf den Sack gehen. Beziehungsweise jedem, der früher gerne Commando gespielt hat. Dementsprechend, also ich finde das Projekt eigentlich ganz cool. Ich spiele es ja auch wieder. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass BFH von EA wieder übernommen werden wird. Dass die Werbetrommel beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht mehr, wie man das fortführt, lol, dieses Wortspiel. Aber wenn EA einfach ihre Möglichkeiten ausnutzen wird, die Spieler wieder zu locken, damit wir wirklich einige tausend Spieler jeden Tag haben, wo du spielen können, dass du mehr Server hast, ja, dass du einfach das alte BFH wieder hast. Das wäre natürlich der größte Traum, aber ich denke, das wird nicht mehr passieren, leider. Ja, dementsprechend müssen wir mit dem zufrieden sein, dass wir haben. Vor 5 Jahren hätte ich nicht mehr gedacht, dass wir nochmal irgendwann in unserem Leben BFH zocken können, von dem her. Wenn sie das mit dem Mando-Limit und den hackenden Admins hinbekommen, dann habe ich kein Problem mit diesem Projekt. Und ich würde sagen, ihr habt meine Meinung gehört, ihr habt meine Ideen gehört, ihr habt gehört, was mir gut gefällt, was mir nicht so gut gefällt. Ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss jetzt zu dem Video, meine Meinung zu Rising Hub etc. Das ganze Thema mal ein bisschen angesprochen. Demnächst kommt dann ja, entweder ein Part Rocket League oder noch ein Part BFH. Wo wir, also der Ick und ich zusammen, über Renegade Line uns unterhalten und ein bisschen diskutieren. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Euer Mick. Servus.